Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten philosophischen Abendgespräch im neuen Jahr. Das Thema, was wir heute haben, den Süden in uns wieder entdecken, hilft uns eigentlich auch bei der Temperatur hier im Raum. Ich freue mich, dass Jutta Georg zu uns gekommen ist aus Frankfurt am Main. Jutta Georg hat Philosophie studiert. Ich kenne sie vom Text her schon aus den 80er Jahren. Ich war damals auf der Suche in der deutschen Bücherei nach Autoren, die im Westen auch über Nietzsche und Marx Bescheid wissen. Und da habe ich ihre Dissertation in die Hand gekriegt und seitdem kenne ich sie als Text. Später haben wir uns dann hier kennengelernt, in Nietzsche zusammenhängen, auf unseren Kongressen. Jutta hat zahlreiche Nietzsche-relevante Titel. Einige will ich davon erwähnen. Veröffentlicht fehlt. Veröffentlicht. Nietzsche im Horizont der Literatur hat sie herausgegeben, eine Sammlung von Aufsätzen über Nietzsches Rezeption in der deutschen Literatur oder auch international. Nee, nur deutsch. In der deutschen Literatur. Deutschsprachigen. In der deutschsprachigen Literatur. Sie hat herausgegeben damals den Band Nietzsches Philosophie des Unbewussten. Dann hat sie auch den Band herausgegeben, Nietzsche und Wagner, der hier auch ein Kongress war. Beides. Im Hause. Unbewusste war auch ein Kongress. Genau, es waren zwei Kongresse, die sie hier organisiert hat. Dann will ich erwähnen, Philosophie des Abschieds. Das war 2020? Nee, 21. Dann hat sie diese Reihe Klassiker auslegen, mit zwei Titeln bedient. Einmal Fröhliche Wissenschaft und dann Menschliches, allzu Menschliches. Und nun, ganz jüngst, neu herausgegeben oder geschrieben, Jutta Georg, Das Mittelmeer, philosophische Reflexionen über das Mediterrane. Ein Band, der natürlich nicht ohne Nietzsche zu denken ist. Ein Großteil betrifft Nietzsche, aber geht wiederum auch darüber hinaus. Ich freue mich, dass wir dieses Thema mal profund besprechen können. Nietzsche hat ja Naumburg nicht so wahnsinnig geschätzt. Nietzsche war ja jemand, der eher sozusagen einen Fluchtinstinkt hatte vor seiner Heimat, vor seiner familiären Umgebung hier in Naumburg mit seiner Mutter. Und vor allen Dingen der Schwester. Mit der Schwester natürlich, obwohl die natürlich dann in der Zeit weniger für ihn eine Rolle gespielt hat. Und er fand auch, dass das Wetter eigentlich zu ungemütlich ist. Für ihn begann das Leben eigentlich erst südlich der Alpen so richtig. Vielleicht maximal im Engadin, wo man einen Vorschein sozusagen auf den Süden schon vermuten kann. Ich freue mich, dass du hier bist, Jutta. Ich mich auch. Und freue mich auf den Beitrag. Herzlich willkommen und gebe Danke. Das Wort. Also, diese Thematik des heutigen Abends fußt auf einem Kapitel aus diesem Buch über das Mittelmeer. Und es geht um Nietzsches Allegorien des Südens und des Nordens. Wenn ich mich auf den Süden, auf Nietzsches Süden beziehe, der manches mit Camus Heimkehr nach Tipasa und Ithaka teilt, dann analogisiere ich ihn auch mit dem Mittelmeer und mit dem Mediterran. Finden sich doch gewichtige Übereinstimmungen, die Luft, der Duft, die Wärme, die Vegetation, das Klima, die warmen Farben und nicht zuletzt die Kultur, die Mediterrane und ein spezifisches Lebensgefühl, ein mediterranes. Im Januar 1888 schreibt Nietzsche seiner Mutter: Seit 10 Jahren wirkt jede Berührung mit dem deutschen Norden auf mich wie eine Niederlage. Ein Beispiel für das Ineinanderfließen von biografischen und seinen philosophischen Erkenntnissen.
Im Herbst 1881 führt er zum Norden und Süden aus, ohne dafür einen Beleg zu liefern. Im Norden hat man eine Furcht vor den warmen Farben. Sie gelten da als gemein, als pöbelhaft. Darin gehöre ich also zum Pöbel, aber im Süden nicht mehr. Der Süden ist seine Heimat, er ist seine Wahlheimat. Das adäquate Fluidum seines Existierens als Freigeist. Nur im Süden gehört er zu den freien Geistern. Die sinnlichen Eindrücke des südlichen Meeres und damit selbstverständlich auch die des Mittelmeeres werden von unseren leiblich-sinnlichen Rezeptoren aufgenommen und sie könnten befreiend und lebenssteigernd wirken. Und das ist eigentlich die Grundthese oder die Spur, die ich versuche in diesem Buch nachzugehen, inwieweit dieses mediterrane Lebensgefühl stärkend auf uns wirkt und letztlich zu dem führt, was Nietzsche das große Ja zum Leben nennt, also zur Lebensbejahung. Das meint zur Bejahung unseres Existierens, aber darüber hinausgehend auch zur Bejahung des Lebens. Wobei ganz wichtig ist, dass das bedeutet, dass das Positive oder das Schöne oder das Angenehme, aber auch das Schmerzhafte, dass alles bejaht werden muss. Dafür hat er die Formel Amor Fati geprägt. Und warum soll das bejaht werden? Nicht zuletzt deshalb, weil eine Verneinung, ein Beklagen, ein Jammern, ein Trauern, ein Lamentieren uns Energien raubt und die Bejahung uns Energien gibt. Mit den Topoi Norden und Süden, wobei natürlich der Süden für Nietzsche der wichtigere ist und auch für sein Denken sehr wichtig, allzumal für seine Perspektiven auf eine Zukunft verbindet er Vielfältiges. Ein der Gesundheit dienliches Klima, woraus gleichsam mediterrane Lebensentwürfe extrahiert werden können, aber auch Analyse und Kritik. An der flachen und falschen Gläubigkeit des Nordens sowie Visionäres und Utopisches. Für philosophische Reflexionen über das Mediterrane kommt selbstverständlich nur der Süden in Betracht. Ein Topos, der bei Nietzsche durchaus ohne den Norden bestehen kann. Dennoch lohnt es sich, auf seine Semantik, seine Metaphorik des Nordens zu reflektieren, um den Süden noch plastischer werden zu lassen. Zitat: Jenseits des Nordens, des Eises, der Härte, des Todes. Unser Leben, unser Glück. Unser glückliches, heiteres Leben im Süden. Eines für Hyperborea, die den nördlichen Glauben und die Feindschaft gegen ein leiborientiertes, starkes, selbstbestimmtes Leben hinter sich gelassen haben. Ein Leben in der Bejahung. Dem ganz entgegen steht bei Nietzsche der Norden, mit dem er sehr häufig eine Kritik am Protestantismus verbindet, so auch im Herbst 1887. Der Protestantismus sei eine geistig unreinliche und langweilige Form der Dekadence, in der das Christentum sich bisher im mediokren Norden zu konservieren gewusst hat. Wert der komplexen Gebilde, des seelischen Mosaiks, selbst des ungeordneten und vernachlässigsten Haushalts der Intelligenz. Der unbescheidene Protestantismus, der Hofprediger und antisemitischen Spekulanten. Und einer der Hofprediger wäre natürlich Luther für ihn. Dekadenz und Protestantismus gedeihen, und zwar im Norden. Für Nietzsche nur im Norden, wo der Asketismus angenommen wurde und wird, trotz seiner Kleinlichkeit und Simplizität, für den Süden, Prinzip der Verschwendung und Verausgabung, kann er sich das nicht vorstellen. In zu Ehren der Homines Religiosi aus dem 5. Buch der Fröhlichen Wissenschaft schreibt er, die ganze römische Kirche ruht auf einem südlichen Argwohne über die Natur des Menschen, der vom Norden aus immer falsch verstanden wird. Schon der Protestantismus,
ist ein Volksaufstand zugunsten der biederen, treuherzigen, oberflächlichen. Der Norden war immer gutmütiger und flacher als der Süden. Hier also die römische, die katholische Kirche, und sie soll einem Argwohn entwachsen sein, den der Norden gar nicht mobilisieren kann, weil er intellektuell dafür zu flach ist. Zudem verfüge er über kein Wissen, besitzt keine glaubensbereinigte Erkenntnis über die menschliche Natur. Mutmaßlich, weil er sich durch den Glauben zu weit davon entfernt hat und damit von den authentischen Bedürfnissen menschlichen Lebens. In Renaissance und Reformation aus dem späten Nachlass von 1888 schreibt er: Wir haben in der Reformation ein wüstes und pöbelhaftes Gegenstück zur Renaissance Italiens, verwandten Antrieben entsprungen, nur dass diese im zurückgebliebenen, gemeingebliebenen Norden sich religiös verkleiden mussten. Dort hatte sich der Begriff des höheren Lebens von dem des Religiösen noch nicht abgelöst. Die Reformation steht für den Norden, Renaissance für den Süden. Nietzsche, die italienische Renaissance barg in sich alle die positiven Gewalten, welche man der modernen Kultur verdankt. Also Befreiung des Gedankens, Missachtung der Autoritäten, Sieg der Bildung über den Dünkel der Abkunft, Entfesselung des Individuums. Diese Entfesselung, und könnte es eine vom Süden begünstigte sein, würde sich unter dem hegemonialen Banner des Religiösen selbstverständlich nicht entfalten können. Der Zwang zur Religiosität wird von ihm dem gemeingebliebenen Norden zugeschrieben. Dort scheinen Angst und Lebensfurcht zu herrschen, die kompensatorisch in ein religiöses Bedürfnis münden. Ganz anders sei das in der für Nietzsche lebensbejahenden italienischen Renaissance gewesen. In Völker und Vaterländer, einem Aphorismus, lesen wir über seine Liebe zum Süden. Gesetzt, dass einer den Süden liebt, wie ich ihn liebe, als eine große Schule der Genesung, im geistigen und sinnlichsten, als eine unbändige Sonnenfülle und Sonnenverklärung, welche sich über ein selbstherrliches, an sich glaubendes Dasein breitet. Ein solcher Südländer, nicht der Abkunft, sondern dem Glauben nach, muss, falls er von der Zukunft der Musik träumt, auch von einer Erlösung der Musik vom Norden träumen und das Vorspiel einer tieferen, mächtigeren, vielleicht böseren und geheimnisvolleren Musik in seinen Ohren haben, einer überdeutschen Musik, welche vor dem Anblick des blauen, wollüstigen Meeres und der mittelländischen Himmelshelle nicht vergilbt, verklingt, verblasst, wie es alle deutsche Musik tut, einer übereuropäischen Musik, die noch von den braunen Sonnenuntergängen der Wüste Recht behält, deren Seele mit der Palme verwandt ist und unter großen, schönen, einsamen Raubtieren heimisch zu sein und zu schweifen, versteht, das ist natürlich direkt gegen Wagner gerichtet, über deutsche Musik. Mit der Genesung und der hierüber generierten Befreiung der Musik scheint der Süden eine besondere Gesundheit zu gewähren, eine starke, eine große, eine für freie Geister, die wohl im Süden am besten existieren und dessen Potenzial maximal nutzen können, als Raubtiere, begleitet von südlicher Musik, womit Bizet gemeint ist. Ihr Existieren wäre gleichsam eine Erlösung vom lebensfeindlichen Norden mit den genannten Implikationen. Bedingt durch seine fragile Gesundheit war Nietzsche nach der Aufgabe der Professur in Basel auf Wanderschaft und dabei immer auf der Suche nach einem Klima, das ihm seine Leiden erträglicher machen könnte. Im Nachlass von 1844 schreibt er über eine südliche Gesundheit und nach Naumburg: Übrigens bin ich immer noch sehr herunter und viel krank.
Der Norden und all das Nordische hat mir schrecklich zugesetzt, geistig wie psychisch. Die Gesundheit müsse man sich wie die verborgene Mächtigkeit der Seele wieder erobern. Das sollte wohl mit dieser Mächtigkeit gelingen. Zentral ist die These, dass der Süden für ihn die Sonnenverklärung von der lebensfeindlichen Moral, die dem Norden zukommt, nicht durchdrungen, ja nicht einmal affiziert sein könne. Das kommt einer Idealisierung gleich und muss als eine Verklärung verstanden werden, würde ich sagen. Für die südliche Sonnenkraft dürfte das sie reflektierende und sie damit verstärkende Meer mitverantwortlich sein, das als endlos Bewegtes nicht mit moralischer Starre zu verbinden ist. Nietzsche kannte den Süden, wenn er auch dort nicht geboren wurde, wie wir alle wissen, wie etwa Camus. Was zu seiner Zeit durchaus nichts Selbstverständliches war, seine zahlreichen Reisen dahin, wenn man es addiert, verbrachte er Jahre seines Lebens im Süden, dienten mitunter als eine südliche Selbsttherapie, leiblich und mental. Wichtige Schriften sind im Süden entstanden. Auf das Südliche, bald sein Südliches, trifft er vor allem in den französischen und italienischen Küstenstädten, die er besuchte. Nizza, Zitat: Ich ziehe Orte vor, wo man überall Gelegenheit hat, aus fließenden Brunnen zu trinken. Wo ist das jetzt? Brunnen zu schöpfen. Jetzt zu Neapel. Ein Gang am Hafen von Neapel macht den Geist frei und bringt ihn den Alten näher, also den Griechen. Sorrent ist wie gemacht, um gesund zu werden. Ich bin viel kräftiger geworden. Vicenza, Sizilien, Messina. Nietzsches südlicher Aufenthaltsort Santa Maria, Rapallo, La Spezia, Genua. Zitat: Dort, wo die Bucht von Genua ihre Melodie zu Ende singt. Ruta Ligure, die ligurische Küste, Venedig. Zitat: Süden und Morgenland, zwei Süden, Venedig und die Provence. Villefranche-Menton. Im Übrigen bewährt sich Nizza in seltsamen Kontrast zu Montone. Ich habe die trockensten Klimata nötig, um mich wohlzufühlen und geistig hell und heiter zu sein. Damit hängt wieder die Menge Helligkeit und Reinheit des Himmels zusammen. Was er erfahren und erlebt hat, verdankt sich häufig der selbstverständlichen Eingebundenheit in diese südliche Landschaft, gleichsam in einer zeitlosen Zeit, die an die endlose Bewegung des Meeres erinnert. Ich komme jetzt zu dem Zitat aus dem Nachlass von 1885. Ich zitiere nicht das Ganze, sondern nur das Ende dieses Nachlassfragments. Den Süden in sich wiederentdecken und einen hellen, glänzenden, geheimnisvollen Himmel des Südens über sich aufspannen. Die südliche Gesundheit und verborgene Mächtigkeit der Seele sich wieder erobern, Schritt für Schritt umfänglicher werden, übernationaler, europäischer, übereuropäischer, morgenländischer, endlich griechischer. Denn das Griechische war die erste große Bindung und Synthesis alles Morgenländischen und eben damit der Anfang der europäischen Seele. Die Entdeckung unserer neuen Welt. Wer unter solchen Imperativen lebt, der weiß, was dem eines Tages begegnen kann. Vielleicht ein neuer Tag. Und an dieser Stelle sehen Sie das sehr deutlich, was er mit dem Süden in sich wiederentdecken alles verbindet. Also eben auch die Abkehr von Nationalstaaten. Also diese Natur des Südens wird insgesamt als eine angesehen, die uns zu weiteren Schritten veranlasst und auch zu Befreiung. Und für Nietzsche heißt das dann auch immer zu Erlösung. Also dieser neue Tag könnte einer sein,
mit dem man neu, ohne Glauben und Moral, beginnen könnte. Würde das gelingen, sei man damit beschützt und beschirmt durch diesen südlichen Himmel, dann wäre eine vom gläubigen, kalten Norden befreite Zukunft für Nietzsche gewiss. Und sei es auch nur an einem neuen Tag. Womöglich aber in unserer neu entdeckten Welt. Diese Neuentdeckung der Welt ist auf das Mediterrane zu applizieren, auf den Süden und seine Wiederentdeckung. Eine Welt, die zudem unsere sein soll, zu unserer werden soll, weil sie nicht mehr eine des Glaubens ist und ein davon befreites Leben ermöglichen würde. Sie müssten wir uns allerdings erschaffen. Wir müssten sie formen, und das könnte bedeuten, sie durch Selbstüberwindungen und durch Transformationen zu kreieren. Das bedeutet natürlich auch, immer Gewichtiges von sich abzuschneiden, zum Beispiel die Glaubenssehnsucht oder das Bedürfnis nach einer Moral, nach einem Gut und Böse. Es bedeutet, Gewichtiges rauszuschneiden aus unseren Lebensentwürfen und sogar abzutöten. Also ist es ein Prozess, der nicht ohne Leiden und Schmerzen sich vollziehen will. Diese Welt, und sie könnte mit dem südlich-mediterranen verwandt sein, ist für Nietzsche neben anderem mit einer Rückeroberung der antiken Griechischen verbunden. Und das ist eigentlich ganz zentral für ihn. Es ist immer die Suche nach dem Griechentum. Natürlich ist das partiell sicherlich auch eine Verklärung, weil er ganz vieles nicht reflektiert. Die griechische Demokratie war, wie Sie wissen, eine, die von ganz starken Hierarchien geprägt war. Aber das beginnt mit der ersten Schrift, mit der Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, die ihn ja zum Paria in der akademischen Welt gemacht hat. Er hatte auch kaum Studenten noch danach. Und endet mit den letzten Nachlassfragmenten, immer wieder auf das Griechische zurückkommen. Und was ganz entscheidend ist, weil seine größte Tragödie war das Ende der Beziehung zu Wagner. Und in seiner Wahrnehmung, das war, wie ich glaube, eine falsche. Wobei wir nicht wissen, was Wagner irgendwann in Triebschen zu ihm gesagt hat und was nicht. Anyhow, er hat das jedenfalls so verstanden, ein kongeniales Projekt zwischen einem genialen Komponisten und Dramaturgen, Dramatiker, wie es Wagner ja ohne Zweifel war, und einem philosophischen Genie, dass sie Kunstwerke erschaffen, ja, die diese Rückeroberung der griechischen Tragödie, in dem eben auch Schrecken und Leid verbreitet wird, aber eben Lebensbejahung und nicht Lebensverneinung. Naja, wie Sie wissen, hat ja Wagner sich dann eher dem Germanischen in seinen Musikdramen zugewandt. Also ich sage nicht, dass das alleine der Ausschlag war für das Ende der Beziehung, aber es gab auch kein gemeinsames Fundament mehr. Ich glaube, es gab nie eins, aber Nietzsche hat es so gesehen. Vielleicht hat er es so erhofft und hat es dann als real erklärt. Also er will diese verlorene Welt zurückerobern, und das, was ich eben aus dem Nachlassfragment zitiert habe, übereuropäischer, übernationaler, bla bla bla, letztlich griechischer, also das mündet immer da, das ist sozusagen die Spitze des Tempels, da soll es hingehen. Mit der Orientierung auf den Süden sind bei Nietzsche Grenzüberschreitungen und Grenzüberschreitendes zu assoziieren. Das transnationale, transeuropäische und der südliche Kontinent Afrika gehören dazu. Man brauche dazu, Zitat, einen zähen Willen zur Weisheit und zum Süden. Sie gehören zusammen, sagt er. Es ist also dieser Wille vonnöten, einer, der zum Süden will und damit letztlich zum Griechischen, ein starker, und dem sollen wir folgen. Formiert haben könnte er sich aus der Abscheu vor dem lebensfeindlichen Norden und dessen Lebensfeindschaft, das ist für Nietzsche immer Leibfeindschaft. Der Leib sei die große Vernunft, nicht die Vernunft oder der Verstand, wenn die hier sitzen sollten,
sondern der Leib ist eigentlich das vernünftigere Organ, der vernünftiger schließt. Und dieser Wille, von dem er schreibt, der schließt zunächst mal einen zur Genesung ein. Das ist immer etwas Befreiendes, auch in dem Topos die große Gesundheit. Diese utopischen Anteile oder die auf Zukunft gerichteten haben immer Implikationen von Befreiung. Und wie ich schon sagte, bedeutet das immer Erlösung und das für ihn. Und das heißt eben auch zunächst und zumeist Erlösung vom Christentum. Hier ging es jetzt ganz besonders um den Protestantismus und Erlösung von der abendländischen Moral. Nietzsche glaubt, dass wir über diesen Willen verfügen, dass wir den in uns tragen, aber dass wir ihn nicht ausleben bisher. Das ist natürlich durch nichts zu belegen und das belegt ja auch nicht. Sie werden auf viel Thetisches oder sind auf viel Thetisches gestoßen. Aber er unterstellt diesen Willen oder er wünscht ihn sich. Oder, etwas kleiner, er sagt, es braucht diesen Willen. Dem kann man ja noch zustimmen. Und jetzt komme ich auf die Idyllen aus Messina und ich beziehe mich dabei auf den Prinzen Vogelfrei. Ich würde sagen, dass diese Idyllen aus Messina neben den Dionysos-Dithyramben als Nietzsches beste Lyrik verstanden werden können. 1887 hat er sie der fröhlichen Wissenschaft hinzugefügt und 1885 schreibt er sie über seine Wanderschaft im Süden. Damals nannte ich mich bei mir selber einen freien Geist oder den Prinzen Vogelfrei. Und wer mich gefragt hätte, wo bist du eigentlich zu Hause, dem würde ich geantwortet haben, vielleicht jenseits von Gut und Böse, sonst nirgends. Also, Prinz Vogelfrei. So hang ich denn auf krummen Aste, hoch über Meer und Hügelchen. Ein Vogel lud mich her zu Gaste. Ich flog ihm nach und raste. Das weiße Meer ist eingeschlafen. Es schläft mir jedes Weh und Ach. Vergessen hab ich Ziel und Hafen, vergessen Furcht und Lob und Strafen. Jetzt flieg ich jedem Vogel nach. Vernunft, das ist ein bös Geschäft. Vernunft und Zungen stolpern viel. Das Fliegen gab mir neue Kräfte und lehrt mich schönere Geschäfte, Gesang und Scherz und Liederspiel. Dieser Prinz ist ein Aristokrat, der versteht es, mit den Vögeln zu fliegen. Und ich habe ja diese Stelle von 1885 zitiert, weil er sich sowohl einen freien Geist da, also selbst beschreibend, als auch einen Prinzen Vogelfrei, also ist das auch eine seiner Masken. Und dieser Vogelfreie, wie Sie wissen, die Vogelfreien waren ja im Mittelalter die Gesetzlosen, das spielt da auch rein. Dieser Vogel existiert natürlich in der Einsamkeit, weil nur da hat er seine Freiheit frei wie ein Vogel. Und er hat nichts mehr mit der Vernunft am Hute, das ist ein böses Geschäft, sondern mit dem Liederspiel. In Der Wanderer und sein Schatten, eines von den besten Schriften Nietzsches, behauptet er, dass jenes Stück Welt, welches wir kennen, ich meine unsere menschliche Vernunft, nicht allzu vernünftig ist. Wenn er daneben in Morgenröte über die Luftschifffahrer des Geistes schreibt und diese werden sich an keine Vernünftigkeit anhängen, dann wird das zu einer Selbstbeschreibung und poetischen Selbstbefreiung sogar, zumindest als Beschreibung seines Ich-Ideals gelesen werden dürfen. Gleiches ist in der Figur des Prinzen Vogelfrei zu vermuten. Beide sind als schwebende südliche Existenzen von den Belastungen und Befrachtungen des Erdendaseins befreit, gleichsam losgelöst. Und damit sind sie einer südlichen Existenz nah oder umgekehrt. Eine südliche Existenz ist ihnen nah. Auch Vogel Albatros umkreist das Fliegen und die Vogelart. Zitat:
Gleich Stern und Ewigkeit lebt er in Höhe jetzt, die das Leben flieht. Und hoch flog, wer ihn auch nur schweben sieht. O Vogel Albatros, zur Höhe treibt mich, ew'gem triebe mich. Das Motiv der Höhe finden wir zahlreich in Nietzsches Schriften, also zum Beispiel schon im Vorwort von Exe Homo: Wer die Luft meiner Schriften zu atmen weiß, weiß, dass es eine Luft der Höhe ist, eine starke Luft, man muss geschaffen sein, dafür zu leben. Also das ist ja auch dieses Gebirge- und Bergmotiv und Höhe, das gehört zusammen. Und diese Luft weit über der Erde kann auch einer schwebenden Existenz zugeschrieben werden. Albatros existiert fliegend hoch oben über den Dingen des Irdischen, über dessen Belastungen und ist befreit von ihnen. Damit soll er zum allegorischen Vorbild für uns werden. Auch wir sollen uns davon befreien. Denn selbst wir scheinen diesen Trieb zur Höhe, und dann haben wir eine zweite Leiter. Wir hätten also diesen Willen und wir hätten diesen Trieb zur Höhe, auch wenn er vielleicht erstmal eine Sehnsucht ist. Aber dieser Trieb würde uns antreiben, vom Festen und Starren, also mit Nietzsche zu sprechen, vom Nördlichen und zu lösen. Und ich glaube, wir alle haben das schon erlebt, dass man muss das vielleicht nicht Trieb nennen, aber Impuls oder Intention, uns von dem Fessen und Starren zu befreien. Damit könnten wir vielleicht besonders vom Süden beschenkt werden, und damit erweitert er unser Existieren. Bei Nietzsche heißt befreien, ja, sie erlösen uns damit. Jetzt kommt ein anderer Aspekt. In Nietzsches Süden finden die Verbindung zwischen Ruhe, metaphorisch über die südliche Meerlandschaft und den glatten Meeresspiegel, und seiner Suche nach Immoralität. Zu finden sei sie, wenn man sich vom Glauben abgewandt habe, also die Ruhe. Also wenn man nicht diese permanenten Überprüfungen und Selbstüberprüfungen mehr hat oder sich denen überlässt. Und sich der Musik des Südens überlässt. Wiederum gegen Wagner. Die südliche Musik gewähre womöglich ein Gefühl der Erlösung. Für ihn war das so, darauf komme ich jetzt. Der Südländer, der frei sein will von der Musik des Nordens und sich deshalb vor der deutschen Musik in Acht nimmt und damit gesund bleibt. Nur der Südländer, Kritik an Wagner, dessen Musik krank mache, schreibt er, Wagners Musik macht krank, weiß darum und kann das empfinden. Der Nordländer nicht, der merkt das nicht mal. Zitat, die Krankhaftigkeit ist bei Wagner nicht gewollt, nicht Zufall, nicht Ausnahme. Sie ist die Essenz seiner Kunst, ihr Instinkt, ihr Unbewusstes, die Sensibilität, das Tempo des Affekts. Alles hat an ihr Teil, an der Krankhaftigkeit. Also das teile ich überhaupt nicht. Ich bin absolute Wagnerianerin. Dagegen setzt er, Zitat, den seltenen Zauber einer Musik, die jenseits von Gut und Böse wäre. Vielleicht irgendein Schifferheimweh, eine Kunst, welche von großer Ferne her die Farben einer untergehenden, fast unverständlich gewordenen moralischen Welt wäre. Also das wäre ein enormes Ziel. Dass die moralische Welt unverständlich würde, dass wir uns sagen, hä? Wieso haben wir uns dem untergeordnet? Wieso haben wir unsere Triebe kontrolliert? Wieso haben wir uns das gefallen lassen? Wieso haben wir das Gute in uns wegerzogen lassen und so weiter? So, das musikalisch südliche Gegenbild, und viele oder einige von Ihnen werden das wissen, wird in Nietzsches Apotheose von Georges Bizet's Carmen transparent. Die hat er ungefähr 23 Mal gehört in Turin. Weil hier anders als bei Wagner, also in Carmen, so im Turiner Brief von 1888, Zitat, man Abschied vom feuchten, also der ist jetzt auch noch feucht, ganz schlecht, vom feuchten Norden, von allem Wasserdampf des wagnerischen Ideals genommen habe. Bei Bizet sei der große Stil verwirklicht. Er, Zitat, entsteht,
wenn das Schöne den Sieg über das Ungeheure davonträgt. Eine Musik, die keine dramaturgische Thematisierung braucht und das Melos des Südens erklingen lässt. Im Unterschied zu der gebildeten Musik Europas habe Bizet so im späten Nachlass eine südlich-erotische Sensibilität transparent werden lassen, die bis dato, und jetzt kommt mein Lieblingszitat, noch keine Sprache gehabt hatte, eine südlicheren, brauneren, verbrannteren Sensibilität, welche freilich nicht vom feuchten Idealismus des Nordens aus zu verstehen ist, das jetzt. Das afrikanische Glück, die fatalistische Heiterkeit mit einem Auge, das verführerisch tief und entsetzlich blickt, die laszive Schwermut des maurischen Tanzes, die Leidenschaft blinkend, scharf und plötzlich wie ein Dolch und Gerüche aus dem gelben Nachmittage des Meeres heranschwimmend, bei denen das Herz erschrickt, wie als ob es sich an vergessene Inseln erinnere, wo es einst weilte und ewig hätte weilen wollen. Ist bei Bizet und insbesondere bei Carmen der große Stil, der auch natürlich zum Süden gehört und der das Gefällige verabscheut, also damit auch das Populäre, und dem große Leidenschaft entströmt, also Erotik in all der Ambivalenz von Verführung, Bedrohung, Anziehung, Tod. Verwirklicht, dann wird dem Antichrist erläutert, er sei, der große Stil, die Vornehmheit des Instinkts, der Geschmack, die methodische Forschung, das Genie, der Wille zur Menschenzukunft, das große Ja zu allen Dingen. Der große Stil, nicht mehr bloß Kunst, sondern Realität, Wahrheit, Leben geworden. Kann der große Stil seine besondere Sensibilität mit dem Südlichen alliiert werden? Ich würde sagen, bei Nietzsche ja. Auch wenn Camus diesen Topos nicht verwendet, könnte er mit seinem mediterranen Lebensgefühl verbunden werden. Nietzsches Norden kann ihn weder generieren noch verstehen und auch nicht die Musik der Leidenschaft, eine des Südens, bewegt und beweglich, amoralisch, erotisch, zeitlos, naturgewaltig, mittelmeerisch, sinnlich, einem Meer gleich. Bizet habe sie komponiert und nicht Wagner. Carmen steht bei Nietzsche antithetisch gegen die Musik des idealistischen Nordens und damit natürlich, wie schon mehrfach erwähnt, gegen Wagner. Carmen fasziniert Nietzsche wegen der Intentio Recta, also des direkten Zugriffs, der kompositorischen Umsetzung von Leidenschaft und Tod, Glück und Gewalt, transparent durch dieses südliche Melos der Musik, das zum Rhythmus der Natur und den Farben und Gerüchen des Südens gehört. Dennoch erschrickt das Herz wegen der sich unaufhaltsam aufdrängenden Erinnerungen an vergessene, verlorene Inseln. Sicher die stärkste Stelle in dem Fragment. Und wir alle kennen diese Wirkung der Musik und die evozierten Erinnerungen an verlorenes Glück, wo das Herz bleiben wollte und dennoch unerbittlich fortgerissen wurde. Hier wird die südliche Musik von ihm nicht verklärt, wie zuweilen der Süden, ruft sie doch Tragisches hervor. Für Nietzsche freilich Authentisches. Sie intoniert das Melos des Lebens, ein südliches. Anzufügen ist ein Blick auf Nietzsches Metaphorik der glückseligen Inseln, also die verlorenen Inseln, von denen ich zunächst behaupten möchte, es sind südliche, und auf ihnen befindet man sich über dem Meer. Zudem wählt sie Zarathustra zuweilen, um sich dort aufzuhalten. Zitat, die glückseligen Inseln, südlich, Wahnsinn des Gebenden, die Gelehrten, die Gegenwärtigen, Gelächter der Höhe, Glück des Seemanns, Stille des Heiligen, Schönheit. Ja, wenn du Rasche hörst, dann sind schon fertig gesehen.
Das ist auch nicht schon wie die ganze Urschleim, die wir kriegen, auch im Männer. Sie sind ja alle deswegen da, wegen Urschleim. Ich habe sie nicht verstanden, sorry. Ich habe Friedenssache auf meiner Brust, weil ich Frieden möchte. Warum sind Sie jetzt hier? Bitte? Warum sind Sie jetzt hier heute Abend? Weil ich gerne mal wissen, dass Sie vielleicht mal umdenken können und dass wir das Thema nehmen. Was ist unser Thema heute Abend? Nein, können Sie das? Wissen Sie, wenn Ihnen das Thema gegen mich gesagt wird, das Thema ist ein großes Thema, doch, ich will jetzt nicht mal das Thema reden, bis man muss. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ist egal, geht weiter. Gut. In Morgenröte fragt er ihn auf Umwegen nach dem Wohin seiner südlichen Philosophie und landet im Mediterranen, das hier mit einem Trieb nach milder Sonne, heiterer und bewegter Luft, südlichen Pflanzen und Meeratem verbunden wird. Mit diesem Atem, dem des Meeres, könnte dem philosophischen Denken vom Meer das Leben eingehaucht werden, selbst wenn man sich mit der Philosophie immer auf Umwegen befindet und befinden muss. Wäre das vielleicht ein Ziel und könnte auch ein Lebenselixier sein. Mein Glück stand heiß über dem Mittage, meine Sonne trank durstig am Meere. Nun kommt eine Nacht von Wolken daher und plötzliche Winde. Wohl weiß ich, woher Winde kommen und wohin sie brausen. Seinen Willen einzupflanzen, dass er ein hoher Baum werde und ein Schattenbringer für fernere Geschlechter noch. Ein langer Wille. Hier ist wieder dieser Wille, von dem wir gesprochen haben. Dieser glückliche, heiße Mittag verdankt sich einem zu pflanzenden Willen, der ein Schattenspender sein soll für die Zukünftigen. Es ist ein Schattenbringer am Meer. Er ist einer des Meeres. Ein heißer südlicher Meermittag, der durstig nach dem Meer macht. Handelt es sich bei der Metapher Mittag aber um einen Aufbruch, der mit einem definitiven Abschied von Verneinung verbunden ist, die angesichts der sich entbergenden Ewigkeit keinen Bestand haben können, dann wird die Zeit des Mittags zu einer der Evaluation überschaltern und gelingen. Zugleich sind mit dem Mittag Visionen von Erlösung und Befreiung angestimmt. Nicht zuletzt ist der große Mittag das Zeitfenster für die Ankunft des Übermenschen. Kaum eine Metapher ist problematischer bei Nietzsche, würde ich sagen. In Von der schenkenden Tugend findet sich hierzu eine prominente Ausführung über die Menschenzukunft, die einen Untergang des bisherigen Menschen, also auch von uns, prophezeit. Und das ist der große Mittag. Da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht, zwischen Tier und Übermensch und seinem Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert, also den Weg zum Abend ist der Weg zum Untergang. Denn es ist der Weg zu einem neuen Morgen aus der Perspektive des Übermenschen. Als da wird sich der Übermensch selber segnen, dass er ein Hinübergehender ist und die Sonne seiner Erkenntnis wird ihm im Mittage stehen. Tot sind alle Götter. Nun wollen wir, dass der Übermensch lebe. Dies sei einst am großen Mittag unser letzter Wille. Kontraintuitiv und erschreckend soll das unser letzter Wille sein, was die Bejahung unseres Untergangs für den Übermenschen bedeutet. Ist das romantisch oder naiv oder beides? Es ist jedenfalls fern jeder Erwartbarkeit. Der Mittag, hier die Zeit unseres Untergangs, damit Übergangs und radikalen Neuanfangs, muss zum einen von uns gewollt werden. Das ist unser unabweisbares Opfer und geradezu Selbstopfer für eine höhere, stärkere Zukunft. Und dabei scheint es in gewisser Weise ein Zeitstillstand zu sein, dieser Mittag, dieser große. Eine gewisse Nichtzeit, eine Aufhebung der linearen Zeit, weil die Ankunft des Übermenschen radikal Neues verkörpert.
Keine Zeitperiode ist für Nietzsche bedeutender als dieser südliche Mittag. Es ist die, auf die alles zuläuft. Natürlich ist das eine Metapher, dieser Mittag. Und an der sich alles zu bewähren hat, alles Altes und Neues gleichermaßen. So zeigt es seine Metaphorik klar und deutlich. Die Sonne der Erkenntnis steht wieder einmal im Mittag und geringelt liegt die Schlange der Ewigkeit in ihrem Lichte. Es ist eure Zeit, ihr Mittagsbrüder. Diese etwas problematische, rätselhafte These von 1881 fokussiert sich auf die Mittagsbrüder. Das wären natürlich auch die freien Geister und das können keine Gläubigen sein, sondern Südländer. Und deren Zeit ist dann gekommen, wenn die Sonne der Erkenntnis im Mittag steht, die brüderlich im Licht der Ewigkeit dem Mittag verbunden sind, weil die Schlange der Ewigkeit geringelt daliegt und das endlose Kreisgeschehen verkörpern sollten, in ihrer Erkenntnis, Intensität und Bejahung hervorrufen und keinen Ehrgeiz für abstrakte Ziele. Sie könnten südliche Meerbewohner sein. Der Mittagsbruder Zarathustra zerbricht sein Herz gegen seine Freunde, gegen seine Tiere, gegen alles, was er geliebt hat, ganz Wille zum Mittag. Mit diesem Willen kann er die höchsten Opfer bringen, allerdings wohl nur an einem Mittag, an einem südlichen, heißen Mittag. Der scheint ihm die Kraft zu geben, um die vielen Opfer, die verlangt werden, zu erbringen, auch der Liebe zu entsagen. Das alles muss er vollziehen. So, das war jetzt Nietzsche. Jetzt kommt noch ein bisschen Camus und dann kommt noch ein bisschen Prosa. Also, Albert Camus, ein wunderbarer Autor, Philosoph, Nobelpreisträger. Vielleicht kennen Sie Die Pest, ist wieder sehr aktuell gewesen jetzt im Zusammenhang mit Corona, darüber habe ich auch geschrieben. Oder Sie kennen vielleicht Der Fremde oder Der Mythos des Sisyphus, der für Camus ein glücklicher Mensch ist, oder Der Mensch in der Revolte. In das mittelmeerische Denken aus Der Mensch in der Revolte avanciert Ithaka, das ist die Heimat von Odysseus, wo er nach all diesen Irrfahrten zurück will. Aber Ithaka ist für Camus das Symbol eines dem südlichen und dem Meer verpflichtenden, bei Camus revoltierenden Lebens. Und es wird darüber mit einem Denken des Mediterranen und des Südlichen verbunden. Ich zitiere: Wir entscheiden uns für Ithaka, die treue Erde, das kühne und nüchterne Denken, die klare Tat, die Großzügigkeit des wissenden Menschen. Im Lichte bleibt die Welt unsere erste und letzte Liebe. Unsere Brüder atmen unter dem gleichen Himmel wie wir. Die Gerechtigkeit lebt. Dann erwacht die sonderbare Freude, die zu leben und zu sterben hilft und die auf später zu vertagen, wir uns fortan weigern. Auf der schmerzensreichen Erde ist die bittere Nahrung, der raue Meerwind, das alte und das neue Morgenrot. Mit ihrer Hilfe werden wir während langer Kämpfe die Seele dieser Zeit erneuern. Diese südliche Mittagshöhe und das neue Morgenrot können mit Nietzsches Topos Großer Mittag gelesen werden. Er verbindet auch damit die Forderung zu entscheiden, wenn natürlich auch nicht zu einer Revolte. Bei Camus könnte Ithaka, treue Erde, und sie kann womöglich nur so authentisch erfasst werden, wenn wir ihr, wie Nietzsche fordert, bleibt der Erde treu, klares Denken, Licht des Südens, was hier ein aufklärendes ist, das keine Abstraktionen beleuchtet, die klare Tat und die Großzügigkeit des wissenden Menschen. Und das wird kein Wissenschaftler oder Philosoph sein, aber vielleicht
ein Verwandter von Nietzsches freiem Geist und von seinen Mittagsbrüdern, womöglich gar ein Weiser, vielleicht ein Antiker, im besten Falle ein Griechischer, als eine Allegorie in den Kanon philosophischer Reflexionen über eine südliche, eine mediterrane Philosophie aufgenommen werden. Bleibt man der Erde treu, dann dem Süden, aber auch der menschlichen Natur. So, und das ist jetzt der Epilog aus meinem Buch, da über das Mittelmeer. Und ich schicke jetzt zwei Sachen oder ein paar voraus. Also in diesem Buch gibt es ein Kapitel über Moby Dick, den ich das erhabene Meerestier nenne und ich darauf reflektiere, aus der Sicht des Wals, Thales kommt vor, Thales von Milet, alles kommt aus dem Wasser. Ja, ich hoffe, das waren die Anspielungen. Also Gastmahl auf Ithaka. Imaginieren wir ein Gastmahl auf Ithaka, wo die großzügigen, wissenden Menschen wohnen sollen. Camus hat ans Mittelmeer zu einem Gastmahl eingeladen. Nietzsche ist gekommen und hofft, dass es nicht um Platon geht. Gastmahl, über ihn will er nicht reden. Das liegt so lange zurück, selbst Schopenhauer liegt sehr lange zurück. Wagner, über den wird Camus sicher nicht reden wollen. Er hat so viel über Wagner geschrieben, denkt er, und hält sich die Hand vor Augen, um sich vor dem Licht zu schützen. Über seinen Wagner will er nur mit dem Meer sprechen. Mit ihm kann man sehr gut Geheimnisse haben, allzumal, wenn es um die Liebe geht. Er schaut Camus direkt an. Er ist so elegant, denkt Nietzsche. Er kommt aus dem Pariser Himmel. Da ist man elegant. Paris, denkt Nietzsche. Und sieht die Stadt vor seinen inneren Augen entstehen. Paris. Wollte er da nicht mit Rode, dem verlorenen Freund, leben? Camus will auch nicht über Platon reden. Warum auch? Vom Meer hatte er nichts verstanden. Sie sitzen in der Abenddämmerung. Brodel, Michelet und Melville wollen morgen dazustoßen. Es ist warm und still. Die Sonne sinkt. Die Sonne sinkt, ist ein Gedicht von Nietzsche. Will er jetzt noch weiterziehen zu fernen Meeren? Will er die Ruhe aufgeben? Sie sprechen über die antiken Griechen. Ihr Vorbild ist für beide so bedeutsam. Gegenüber ihnen seien die modernen Abtrünnige. Abtrünnig gegenüber der Natur, der Schönheit, der Einheit, der Harmonie, des rechten Maßes, blinde Eroberer und Zerstörer für abstrakte Ideale und willkürliche Expansionen. Sie denken an Thales Entdeckung. Sie denken an Thales Entdeckung zurück, an diese Zeit, die für sie eine der Blüte und der Bejahung war. Ihre Bilder über die Antike formieren sich und werden mit einem brüderlichen Lächeln begrüßt. Sie blicken auf das Meer. Es ist unergründlich, wie auch die Erkenntnis. Von Moral, Glauben und Wahrheit fehlt jede Spur. Sie sprechen über das Meer, versuchen von ihm, ihrer großen Lehrmeisterin, zu lernen. Camus betont einmal mehr, wie sehr er das Meer liebe und den Süden. Nietzsche stimmt ihm zu. Unterstreicht aber, es reiche nicht, es einfach zu lieben. Dazu müsste man sich umgeschaffen haben. Sein Amor Fati fordere das, weil das Existieren tragisch sei. Muss man dafür stark genug sein, sonst könne man das Tragische nicht bejahen. Existieren bedeutet Schaffen und Schaffen bedeutet Umschaffen. Nur so werde man der, der man ist, dann sei auch das Lieben möglich. Nietzsche schaut Camus an, der brüderlich lächelt. Ein Lächeln der Liebe, aber auch des Zweifels. Nietzsches Blick schweift zum Meer. War das richtig, darauf zu insistieren, Amor Fati, und nicht einfach nur lieben? Selbst wenn, nötig war es nicht. Morgen will ich schwimmen gehen, im offenen Meer, beschließt er wunderbar. Camus wird sicher gerne mitkommen. Wann bin ich das letzte Mal geschwommen? Er findet kein Erinnerungsbild von sich als einem Schwimmer. Dabei hatte er doch Rode geschrieben, sie seien tüchtige Schwimmer. Tüchtig, wie deutsch das tönt.
Ach, es fällt ihm endlich ein. In Sorrento war das. Gemeinsam mit Reh. Also Paul Reh. An der Amalfiküste hatte er auch Wagner zum letzten Mal gesehen. Jetzt kommen sie alle in seiner Erinnerung zusammen. Rode, Reh und damit selbstverständlich auch Lou von Salome, die ihm keinen reinen Himmel schenkte. Und Wagner, weg mit euch, ihr Gespenster, vergessen will er das alles. Ab ins Meer mit euch, geht unter und taucht nicht mehr auf. Hat er gerade den Arm erhoben, um etwas in die Brandung zu werfen? Ich liebe das Meer und den Süden, denkt Nietzsche. Und jetzt hier verstehe ich auch, warum das Licht wird langsam schwächer und die Wärme ist noch da. Der Tag hat die Hitze verbraucht. Gut, dass Camus hier ist. Der lächelt weiter brüderlich. Er ist ein Mittagsbruder, denkt Nietzsche. Aber dennoch ist er etwas verlegen und verharrt plötzlich. Hat er ganz hinten die Schwanzflosse eines Wals gesehen? Nein, unmöglich, nicht hier. Die Hitze hat ihn wohl leicht verwirrt. Denn nun scheint es ihm, als würde er Thales erblicken. Auch eine Vision. Denn sie sind nicht in Milet und Thales war doch der Anfang. Jetzt aber breitet sich Dämmerung über dem Meer aus. Bald kommt die Nacht. Er fürchtet sich nicht, glaubt sogar Schlaf zu finden. Er fühlt sich heiter. Das ist das Klima. Hier ist der Süden. Hier wird er genesen. Hört er gerade die unendliche Melodie des Meeres? Er ist ganz ruhig. Wird er hier ankommen? Will er das? Er schaut zu Camus, der sanft und verstehend seinen Blick erwidert und seinen roten Wein trinkt. Zitat: Als die Sonne nun sank und dunkel die Erde bedeckte, legten wir uns zum Schlummer am Strande des rauschenden Meeres. Das ist aus der Odyssee von Homer. Vielen Dank.